Was geht ab, Leute? Mischa hier zusammen mit gut gepumpt Patrick. Hier aus Sao Paulo, einem der geilsten Gyms, in dem ich jemals war. Von der Atmosphäre, von der Ausrüstung, von den Frauen, glaube ich sogar die Nummer 1. Also kann sogar das Gold's Gym in Venice nicht annähernd mithalten, Leute. Wenn ihr gute Frauen wollt, sehen wollt während dem Trainieren, falls das ein Kriterium für euch ist, dann kommt auf jeden Fall hier hin. Ich leuchte es hier nochmal ein. Compagnia Atletica. Bro, ich habe gehört, in Kolumbien ist es noch viel, viel besser. Sie werden schauen, was in Kolumbien geht. Ja, Leute, ich rede hier immer noch von bis dato. Und was wir jetzt gerade gemacht haben, war, wir haben uns hier kurz ein Zirkeltraining gegönnt an den Hoist-Maschinen. Das habt ihr auf Patricks Kanal hier, ich werde es hier kurz verlinken. Seht ihr mal so die Maschinen, die, ich sag's mal, die weltbesten Maschinen für gewisse Isolationsübungen. Ich sag nicht für alle, aber für diese zwei Übungen auf jeden Fall absolut genial. Und was ich euch jetzt zeigen will auf meinem Kanal ist eigentlich, weil ich immer sehr, sehr viele Kommentare bekomme. Ja, Mischa, du zeigst ja sehr, sehr viele Übungen an Maschinen, die fast keine Sau hat. Will ich euch jetzt zwei Übungen zeigen, die ihr eigentlich in jedem Gym ausführen könnt. Was ihr dazu braucht, sind ein paar Kurzhanteln und für die zweite Übung ein Kabelzug. Ich hoffe, das habt ihr. Das heißt, wir fangen jetzt direkt an mit der Mike O'Hearn Trizepsübung. Auch die habt ihr bereits gesehen. Das ist eine Übung, die die Schultern komplett aus dem Spiel bringt, weil man in der Bewegung, in der Position gar nicht dazu kommt, da die Schultergelenke bzw. die Ellenbogengelenke fast am Kollabieren sind. Ich zeige es euch direkt. Und danach zeige ich euch meine Signature Bizepsübung zum ersten Mal auf YouTube hier. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dran, denn es wird brutal. Okay, Bro, leg los, filmen. Der erste Satz hier. Wie nimmst du jetzt? Mit den 18ern rein. 18er? Bin gut warm. Ich muss zwar sagen, dass ich jetzt schon ziemlich auf der Schnauze bin. Wir haben jetzt schon übelst viel gemacht. Ja. Soll jetzt deine Schultern gut rein. Was ich immer hier gerne mache, ist hinlegen, dass ich den Kopf hier noch abstößen kann. Was ich jetzt gerade merke, ist noch nicht ganz hoch genug. Ein höher. Wenn der Winkel zu tief eingestellt ist, dann merkt ihr, dass eben die Schultern trotzdem mithelfen, das ist dann nicht mehr gesund bei der Übung. Ja, es geht ja hauptsächlich darum, die Schulter rauszunehmen, genau. Oder? Das heißt, hier legst du die Finger so drauf, ja. Und die Ellenbogen müssen wirklich nach außen zeigen. So, nicht so, sondern so. Yes! Bam, sehr schön. Jetzt seht ihr hier, die Schulter ist komplett raus. Es geht wirklich hier nur in den Trizeps. Bam! Das ist eine geile Übung. Schön, Bro. Achtet darauf, dass ihr hier immer stabil seid. Schön. Für mich eine sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Übung. Eher für Fortgeschrittene. Es ist auch im fortgeschrittenen Teil des Lean Bulk Systems für die Leute, die den Plan entsprechend ergänzen wollen. Noch was kleine Anmerkung. Hier zählt der Overload, hier zählt nicht irgendwelche Time on Attention, das ist keine Bodybuilding-Übung. Das ist eine Übung aus dem Powerbuilding-System von Mike O'Hearn. Ist daher, wie ihr seht, auf Progressive Overload ausgelegt, sprich ablegen, neue Spannung aufbauen, bam, explosiv. Damit ihr auch diesen Teil des Trizeps abdeckt und dann auch bei schweren Grundübungen, wie zum Beispiel Bankdrücken, sehe ich das immer wieder, dass die Leute hier unten gar keine Kraft erzeugen können. Das heißt, auch dieser Teil hier, der Trizeps, der da ziemlich schnell mal mithilft, in dem hinteren unteren Teil, den könnt ihr schon so mit ergänzen. Das heißt, das war jetzt auf jeden Fall die erste Übung. Ich gucke jetzt von Patrick zu. Hast du die überhaupt schon mal gemacht? Heute habe ich sie noch nie gemacht. Ich bin gespannt, sieht richtig geil aus. Ich kann mir auch vorstellen, wie es sich anfühlt. Du spürst den Pump eigentlich nicht mal so krass. Erst am nächsten Tag spürst du den Schmerz. Korrigier mich, ja? Ich gehe auch nie über 8 Reps bei dieser Übung. Nie über 8. Ellbogen nach außen? Genau. Schön in der Mitte der Griffe. Die Griffe schön in der Mitte halten, ja? Genau. Und jetzt musst du dir nur noch vorstellen, dass du ausstreckst. Ja, komm richtig in die Mitte rein. Das sind leider ein bisschen zu dicke Handeln, das ist ein bisschen schade. Komm richtig, leg sie richtig gerade auf dich drauf. Ja, genau. Und Ellbogen raus. Jetzt sieht es besser aus, ja? Versuch jetzt noch die Schulter rauszunehmen, indem du nur nach
Nur streckst. Ja, du drückst immer noch ein bisschen. Nur strecken, komm, nur strecken. Ja, besser. Ja, ihr seht, Leute, es ist wirklich nicht ein Kinderspiel. Alle, die immer sagen, man kann sich das Wissen auch aus irgendwelchen Foren holen, so Sachen, das sind die kleinen Details. Deshalb ist es wichtig, sich einen Personal Trainer zu holen oder einen guten Fitnesstrainer am Start zu haben oder eben sich auch ein entsprechendes Paket zu kaufen mit dem Lean Bulk. Keine einfache Übung. Ja. Sehr anspruchsvoll. Anspruchsvoll auf die Fortgeschrittenen. Ich will noch mal kurz das Fehlerbild von dir imitieren, damit die Leute auch wissen, was ich meine. Fehlerbilder sind immer sehr, sehr wichtig, dass man die auch erkennt als Trainer. Weil, ja, schlussendlich, ich höre immer wieder die Trainer, die zum Beispiel sagen, versuchen gerade einen Rücken zu halten. Oder irgendwie so, ja, versuch die Ellenbogen am Körper zu halten. Aber das alleine reicht noch nicht, weil du selber analysierst dich ja gar nicht. Das heißt, du selbst siehst und checkst es gar nicht, besonders als Anfänger. Das heißt, ich habe es jetzt gerade gesehen, dass bei Patrick der Fehler war. Und zwar war er hier nicht komplett innen, er war circa hier. Yeah. Und hat dann zuerst hier. Mit der Schulter. So gedrückt. Das heißt, was ihr machen müsst, ist wirklich hier nur die Extension. Bam, schön, ja. Schön. Komm, ja, schön. Also Ellbogen wirklich richtig nach hinten drücken. Ja. Fast lieber weiter nach hinten, anstatt zu weit nach vorn. Und das ist also, wie gesagt, nicht eine Übung für Anfänger. Sollten lieber eben auf so eine Maschine zurückgreifen oder einen Trizepscurl machen, weil ihr habt doch eine ziemlich anspruchsvolle Bewegung. Auch die statische Haltung und auch aufzupassen, dass das Schultergelenk entsprechend nicht kollabiert, ist nicht ganz einfach. Deswegen gebt der Übung Zeit, fangt mit wenig Gewicht an, arbeitet euch langsam hoch. Geben wir dann auch Feedback, wie ihr es findet. Wir machen jetzt noch einen Satz und dann geht es weiter zur Bizepsübung. So Leute, jetzt sind wir hier bei der besagten Übung. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht, als ich damals in Stuttgart war bei Karl und euch die Überkopf-Bizeps-Maschine gezeigt habe. Und viele eben ja auch geschrieben haben, dass die Maschine ja nirgends vorhanden ist. Der Vorteil bei Überkopf-Curls, Leute, die Schulter wird komplett aus der Bewegung rausgenommen. Das heißt, es ist isolierter als irgendwelche Isolation-Curls, irgendwelche Preacher-Curls auf der Preacher-Bank, weil ihr entsprechend denen gar nicht helfen könnt, sogar wenn ihr abgestützt werdet. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine habt ihr schon gesehen, das ist, wenn man hier das Kabel nimmt und dann den hier macht. Patrick macht das auch sehr gerne. Ist in meiner Meinung die beste Übung für den Peak. Liebst du? Eine der besten Übungen, ja. Und ich habe jetzt trotzdem noch eine andere Übung erfunden. Das nimmt mich jetzt Wunder. Wenn jemand die Übung schon mal auf YouTube gesehen hat, soll er bitte den Link unten in die Beschreibung, in die Comments packen, weil ich habe die Übung noch nie auf YouTube gesehen. Ich habe sie auch niemandem abgeguckt. Ich bin selber drauf gekommen und ich zeige es euch direkt mal vor. Wir haben hier die Stange, das sollte eine gerade Stange sein, und das Gewicht wählt ihr so, dass ihr sich selbst, ihr wisst ja, ich bin Fan von sehr, sehr, sehr schwerem Gewicht und wenig Wiederholung bei Bizeps. Das heißt, alles so zwischen 4 und 8 Wiederholungen. Ich denke mal, beim ersten könnte man es locker, werden locker 8, wenn man hochgeht, weiß ich jetzt schon. Ihr legt euch komplett auf den Boden und streckt die Arme aus. Nehmt sie ein bisschen hier hin. Das heißt nicht hier, sondern wirklich hier hin. Gerade, ja. Von hier aus zieht ihr das Ding zu euren Schultern und streckt dann den Arm wieder komplett aus. Gerade, nicht nach vorne. Schön. Auch hier habt ihr jetzt die Schulter wieder komplett aus dem Spiel. Ihr seht, ihr geht immer wieder zack, hoch in die Dehnung, in die Streckung. Ich stelle es mir richtig vor, ja. Wie ich ausstrecken will. Ich sag's euch, Leute, die Übung ist richtig aggressiv. Wenn ihr mit schwerem Gewicht reingeht, werdet ihr merken, wie euch langsam die Ellenbogen auseinanderziehen. Dann müsst ihr wirklich versuchen zusammenzudrücken. Das ist eine richtig kranke Übung. Wenn ihr da ein bisschen Progress erzielt, werdet ihr locker einen halben Zentimeter Bizepsumfang in 2 Monaten draufpacken. Das garantiere ich euch. Patrick zeigt es auch mal. Eine gute Übung, ja. Und wie gesagt, ich habe es noch niemals gesehen. Ich sehe die meisten Leute immer von unten ziehen, was ich total dämlich finde. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was Patrick dazu meint. Nicht so, ja. Ja.
Dort und so. Genau. Hast du schon die Spannung drauf? Genau, jetzt hast du schon die Spannung auf dem Bizeps. Yeah, Handgelenke bleiben schön gerade, genau. Versucht auch eine Stange zu nehmen, die gut mitdreht. Das ist noch viel zu einfach, das Gewicht. Schön ausstrecken, komm. Komm, richtig. Stell dir vor, wie du den Trizeps anspannst. Ja, genau. Also ihr könnt euch wirklich vorstellen, sogar den Trizeps anzuspannen, Antagonisten anspannen. Und nur dann habt ihr die Full Range of Motion erreicht. Und es sieht jetzt noch fast zu entspannt aus. Ich will auch hier wieder versuchen, ein Fehlerbild zu erzeugen. Also wir werden hier noch ein bisschen mehr Gewicht draufpacken, damit ihr seht, was ich meine mit den Ellenbogen. Richtig geil, ne? Ich habe jetzt schon einen Pump und ich mache jetzt noch einen Satz mit ein bisschen aggressiverem Gewicht. Die Übung ist gut, aber muss man auch dazu sagen, ist nicht einfach, Bro. Ist nicht einfach. Ich persönlich finde den fast einfacher als die hier, weil die meisten Leute haben hier so ein bisschen das Problem mit dem Ellenbogen auch. Mit der, weißt du, was ich meine? Weißt du, was das Schwere ist? Wirklich versuchen hier nicht hier zu sein, sondern nach oben zu ziehen. Das ist schon in der Frage. Ja, okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, schön. Yes. Bam. Und schön runter. Boom. Ihr seht auch die Kontraktion. Bam. Und in die Streckung. Bam. Mind Muscle Connection und in die Streckung. Bam. Stark, stark, Bro. Immer noch einfach. Aber ich gucke bis auf 4 Reps. Das heißt, wie gesagt, versucht es mal aus, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Gibt, ich glaube, das bekannteste Video von mir auf diesem Channel oder auf dem alten Channel oder auf diesem Channel, weiß ich nicht, ist das Bizeps-Fehler-Video, wo ihr meine Empfehlung bezüglich Bizeps-Training seht. Ich will noch einen aggressiven Satz von dir sehen, bevor wir das Video hier beenden. Und gebt mir auf jeden Fall Feedback und ein verdammtes Daumen hoch für diese Übung, Leute. Weil das ist wirklich richtig geiler Shit. Ich habe das noch nicht mal fürs Lean Bulk System. Nicht mal im Lean Bulk System drin. Das ist von daher wirklich eine richtig geile Sache. Versucht die Ellenbogen komplett statisch zu halten. Ja, genau. Strecken. Bam. 3. Checken wir mal eine andere Perspektive ab. 5. Schön. 6. Versuch, wenn es schwer wird, die Ellenbogen richtig zusammenzudrücken. Ja, genau. Und noch der 8. Yeah. Locker. 9. Bei 9 schrumpft der Bizeps schon. Ist gut. Ich muss noch, gehen wir noch höher, komm. Wir gehen jetzt all out für die Cam. Scheiß drauf, Mann. Geh mal auf 60. Wir gehen jetzt all out für die Cam. 2 Plates, ha? Huh? Das ist schon easy, lass 2 Plates. Ja, ist hart. Mein Handy fällt ihm auf den Boden. Übrigens, Leute, check's aus, gibt's bei Pro Bro am Start. Shit. Auch das ist wichtig, schau mal, nicht so, sondern so. Ja. Sieht man das? Ja, das sieht man gut. Yeah. Ellbogen schön zusammen. Ich zeig's auch mal von der anderen Perspektive. Ellbogen hier schön zusammen. Schön. Komm. Schön. Komm, noch 2. Komm! Ja, ein muss noch her. Einer, Bro, keep going, komm, keep going. T. Stark. Der war gut. Das ist ein Havas, das war eine Havas-Szene. Aha. Schau mal, richtig der Peak aufgebrochen von hier bis hier. Außenseite aufgebrochen, ist auch richtig krank. Mach die Übung nach. Mach ein Foto davon und postet sie bei Instagram. Ja, Mann, postet die Übung, gebt Bescheid. Und das war's eigentlich jetzt schon. Wir haben jetzt circa 2,5 Stunden durchtrainiert. Und ich bin einfach nur noch zu Sau, Leute. Ich habe erst ein paar Früchte gegessen heute. Plantain von ProFuel, das war's. Das heißt, jetzt geht's ab. Jetzt fressen wir ein bisschen was weg. Ja, jetzt geht's in die Skybar. Checkt auf meinem Blog. Dort seht ihr, wie geilen Bilder habt ihr heute. Skybar hier in Sao Paulo muss geil sein. Mal schauen. Genau. That's it, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich übelst über einen Daumen hoch freuen, wirklich, weil, wie gesagt, wir geben uns wirklich Mühe, euch hier den Content, die Atmosphäre von Sao Paulo rüberzubringen. An dieser Stelle vielleicht noch ganz kurz einen Booty Shot. Da hinten haben wir den Booty Shot. Hier haben wir noch Booty Shot. Gott, übelst am Start.
verteilt den Bro-Bro Lifestyle, checkt unsere Profile auf Instagram. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal.